für eine geile Zelle. Das ist ein Tornado! Alter, das ist einer. Das ist ein Tornado! Es ist der 28. Mai und kräftige Gewitter bilden sich über Deutschland. Sogar das Tornadopotenzial ist erhöht. Also machen Lukas, Jerome und ich uns auf den weiten Weg nach Bayern, wo wir die besten Bedingungen erwarten. Wir haben heute eine Lage, wo es nicht ganz so viel Energie gibt, aber die überlagert sich mit sehr guter Scherung, vor allem so in den unteren 1 bis 1,5 Kilometern. Das bedeutet, dass sich die Zellen trotz relativ wenig Energie sehr gut organisieren können und sogar die Tornado-Wahrscheinlichkeit ist erhöht. Vor allem so im südlichen Hessen und nordwestlichen Bayern, was dann auch unser Ziel ist, nämlich so grob die Gegend um Würzburg. An unserem ersten Standort angekommen, treffen wir auf Pascal und Dominik, die sich die Gewitterlage auch nicht entgehen lassen. Wir haben uns auf den Weg gemacht Richtung Nordwestbayern, sind jetzt gerade bei Würzburg und wollen heute die Gewitterlage chasen, die sogar ein leicht erhöhtes Tornadopotenzial hat. Ja, machen uns jetzt gleich auf den Weg, die erste schon anscheinend etwas besser organisierte Zelle zu jagen. Auf dem Weg zu unserer ersten Zelle. Die hat nämlich auch schon ordentlich Rotation im Radar. Wir sind ein klein bisschen unter Zeitdruck, damit wir wirklich rechtzeitig auch am Standort sind und die Zelle beobachten können. Am Standort angekommen sieht die Zelle nicht so gut aus, wie wir erwartet hatten. Sie scheint sich bald aufzulösen. Aber ganz in der Nähe befindet sich schon die nächste Zelle mit einem starken Rotationssignal. Das ist jetzt die erste Zelle, die wir angefahren haben. Während wir aus einiger Entfernung den ersten Blick auf die Zelle haben, bekommen wir die Meldung, dass unsere Kollegen von den Unwetterfreaks genau an dieser Zelle einen Tornado gesehen haben. Jetzt stellt sich die Frage, sind wir noch an der richtigen Zelle oder hat sie ihr Pulver bereits verschossen? Ja, die Zelle, an der wir jetzt dran sind oder die jetzt nördlich von uns ist, die hat schon einen Tornado produziert. Jetzt ist die Frage, ob sie vielleicht jetzt gerade noch einen hat oder noch mal einen produzieren könnte. Da ist auf jeden Fall noch Rotation drin, die sollte sich jetzt aber in den nächsten Minuten abschwächen und auflösen. Wir werden es jetzt trotzdem noch mal versuchen und uns dann irgendwann ein bisschen weiter südlich positionieren. Das müsste die sein, die den Tornado erzeugt hat. Also jetzt links. Besser als in uns. Das ist ein bisschen den Cut zwischen dem RFD und FFD. Genau da in der Region, wo es gerade ein bisschen hochsteigt. Dann ist halt die Frage, ob wir uns noch ein bisschen nach hinten oder auf dem Berg da hinten positionieren, damit wir ein bisschen bessere Sicht nach oben haben. Ja, guck, das ist richtig wortlaut. Wir sind wie gemutet im Zoom rein. Also. So, wir sind jetzt gerade direkt westlich von Bad Kissingen an einer relativ gut organisierten Zelle dran. Auch immer mal wieder Rotationssignale im Radar. Wir werden die jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen und mal gucken, ob wir vielleicht noch mit der Zelle mitfahren können. Hier sehen wir die Wolkenfetzen in den Aufwind raufsteigen. Seht ihr die Absenkung da? Ja, wir müssen verlagern. Es sind zwei rotierende Aufwinde entstanden. Deshalb erkennt das Radar zwei Zellen. Welche der beiden sollen wir also anfahren? Bei der Entscheidung hilft uns die aktuelle Forschung zur sogenannten Nudger-Theorie. Die beschreibt, wie zwei Zellen hintereinander miteinander interagieren können. Damit eine Superzelle überhaupt einen Tornado erzeugen kann, braucht es ein empfindliches Gleichgewicht aus der einströmenden Warmluft und der kalten Luft, die das Gewitter selbst erzeugt. Wenn dieser kalte Outflow nicht stark genug ist, braucht die Superzelle Hilfe von einem benachbarten Gewitter dahinter. Mit der kalten Luft aus beiden Zellen kann der Cold Pool stark genug werden, damit sich das Gleichgewicht an der vorderen Zelle einstellt und ein Tornado entsteht. Deshalb steht für uns fest, dass wir die vordere der beiden Superzellen jagen. Ja. So, du sagst an, ich sage an, wo wir hinfahren müssen. Ich muss jetzt erstmal links. Den Streckenverlauf 6 Kilometer folgen. Wir kommen vielleicht ein bisschen in den Regen rein, aber wir kommen auch nach Südosten dann gleich. Dauert ein bisschen, wir müssen einmal durch dieses Waldgebiet durch. Boah, hier, Alter.
Ja, hier ist die Rotation und auch der RFD. Tief? Alter, was ist das denn für eine geile Zelle? Wald, was passiert da? Da geht's nochmal runter. Ja, da geht's nochmal runter. Ah, da geht's sehr tief runter. Ach du Scheiße, ja, wir halten hier irgendwo. Wir stehen jetzt irgendwie ein Stück weiter östlich, direkt vor dieser Zelle. Windrotation. Hier ist es auf jeden Fall sehr dunkel. Da vorne hängt es auch sehr tief runter. Boah, beeindruckend. Echt beeindruckend. Jetzt kommt hier so ein Hügel. So, jetzt kannst du es sehen. Ah, Scheiße. Da vorne ist es. Ja, aber genau die Stelle dort. Ah, du meinst das? Ja, das da, ne? Das ist auch am Ende des Horseshoe, ja? Genau. Ja. Genau, das ist genau dort. Oh, ja, wo das explodiert. Genau. Ja. Das sieht sehr verdächtig aus. Vielleicht können wir hier gleich irgendwo halten. Schöner Funnel. Jerome, halt da oben einfach irgendwo auf der Straße an. Das ist auf jeden Fall ein Funnel. Ja, ich versuch. Eben richtig spitz. Oh, das ist ein Tornado! Alter, das ist einer. Das ist ein Tornado! Ich war hoch. Das ist Wahnsinn! Tornado. Oh mein Gott, mach dein Fenster bitte runter! Ja. Soll ich hier halten? Hier? Komm, raus! Raus! Anhalten! Deutlicher Funnel! Der war eben noch schöner, ja. Das war jetzt unser Funnel, da ist immer noch die Rotation. Wahnsinn! Wahnsinn! Wir hatten wirklich einen Funnel, einen tiefen Funnel. Wir fahren schnell weiter, um wieder vor die vordere Rotation zu kommen. Ja. Im Moment befinden wir uns genau zwischen beiden Rotationen und haben zum ersten Mal Sicht auf den westlichen Aufwind. Ja, das sieht auch verdächtig aus. Das sieht auch verdächtig aus. Was wir noch nicht wissen, bei der verdächtigen Absenkung handelt es sich tatsächlich um einen Tornado. Die Sturmjäger Sarah und David haben einen perfekten Blick darauf. Ich weiß nicht, ob das Wasserboden ist oder nicht. Das kann man nicht erkennen. Aber es sieht fast so aus, oder? Währenddessen fahren wir um Schweinfurt herum und setzen uns wieder vor die vordere Rotation. Hier erwarten wir immer noch die besten Bedingungen für einen Tornado. Das ist auch, oh ja, Alter, das ist nochmal ein neuer Zyklus, ja. Ja, das ist nochmal, ich glaube fast, das ist nochmal ein Tornado. Ja, das ist ein Tornado. Das sieht, ach, rechts abbiegen. Rechts, da rechts ist besser. Ich glaube, das ist nochmal ein Tornado. Sofort stopp, Warnblinker. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ist nicht viel los, ist okay. Das ist, glaube ich, ein Tornado, ja. Oh, das ist ein Tornado, auf jeden Fall. Wahnsinn, was ist das für eine Rising Motion? Wie das da hochzieht, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ein Tornado. Ja? Ja, eindeutig. Eindeutig Tornado. Oh mein Gott, was sehen wir hier bitte? Jerome vorm Tornado. Lukas vorm Tornado. Und da ist der Tornado. An der Wall Cloud. Ach du Scheiße. Ja, guckt euch die Bewegung an. Das sieht ein bisschen aus, als würde er sogar langlebig. Kann das sein? Ja. Ja, der hat vielleicht mehrere Vortexes. Boah, ja, Suction Vortex. Oh mein Gott. Ja, er ist auf dem Boden. Das siehst du recht gut, wie der tanzt. Der ist eindeutig auf dem Boden. Zu 100%. Wahnsinn, wie vertikal der wird. Wahnsinn, oh mein Gott, da der Vortex direkt am Boden. Ja. Oh, es lässt sich, glaube ich, ein bisschen auf gerade, ja. Ja, aber abwarten, vielleicht kommt es gleich wieder. Ja. Aber er wird jetzt ein bisschen an der Kante, glaube ich. Er ist vom Regen verdeckt jetzt gerade. Alter, das war... Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Der war ein Tornado. Tornado, Glückwunsch, Jungs. Vielleicht ja schon der zweite heute. Wahnsinn, da ist er noch. Tief im Regen, da ist immer noch der Funnel zu sehen. Ich muss gucken, ob der noch im Zeitraffer drauf ist. Ja. Der ist, das ist da immer noch, ey. Ja, das ist 100% ein Tornado gewesen. Oder ist noch einer, je nachdem. Das ist was gewesen. Ja, der ist da noch. Ja.
Sollen wir nach Osten fahren und das so im Blick behalten? Oh mein Gott. Ey Leute, was ist das? Wir haben einen komplett auskondensierten Tornado gesehen. Sogar Multivortex. Und einen richtig tief hängenden Funnel. Unglaublich. Wir sind immer noch an der Zelle dran. Wir fahren jetzt einfach erstmal weiter und gucken, was noch so passiert. Wahnsinn, Leute. Was für ein Chasing-Tag. Wir stehen jetzt immer noch vor derselben Zelle, die da hinten, ja, das ist aber wohl eher einfach nur ein Fraktus hat. Unglaublich, was ein Chasing-Tag. Mir fehlen wirklich die Worte. Es ist einfach krass. Der Zeitraffer läuft noch. Es ist tatsächlich doch nochmal die Frage, ob denn nicht hier doch nochmal ein Tornado ist. Sieht halt eigentlich nur nach Fraktus aus, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Wir sind jetzt ins Auto reingegangen, weil hier wirklich die positiven Blitze einer nach dem anderen einschlagen. Oh, guck mal da rechts, ne? Siehst du? Oh ja. Da senkt es sich. Das ist auf jeden Fall die Rotation. Alter, der Blitz. Ey, die Zelle haut positive Blitze am laufenden Band das raus. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. So, dann hoffe ich mal, dass jetzt mal ein Blitz auf meine Kamera springt. So ein Stückchen weiter, der Kanzel. Alter, wie die Blitze hier knallen. Ja, der Ort, der wird jetzt richtig eingeregnet. Das ist auch nochmal die Rotation. Von unserer Position aus sieht sie nicht mehr so intensiv aus wie eben. Oh, schön. Schöner Blitz. Hast du schon Zeit für die Regenjacke? Ja, dann rechts sieht man immer wieder, wie das gerade aufsteigt. Ja, ich zoome da nochmal ran. Es sieht aus, als würde es jetzt ziemlich auslaufen. Berge und ein schlechtes Straßennetz hindern uns daran, mit der Zelle Schritt zu halten. Aber eine andere Zelle liegt perfekt auf dem Weg zurück. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir stehen jetzt an unserem höchstwahrscheinlich letzten Standort. Eben gab es noch eine Gewitterzelle, die läuft jetzt aber aus, beziehungsweise ist ausgelaufen, hat aber noch eine Höhenfront, die sehr schön aussieht. Da machen wir noch ein paar Fotos. Jetzt im Abendlicht. Jerome, was sagst du zu dem Tag? Ja, ich habe noch keine Worte. Es ist eine sehr ungewöhnliche Lage, auch für diese Jahreszeit. Das hat sich auch komisch angefühlt, so bei 15, 16 Grad. Ja, man sieht, dass die Dynamik da doch den Ton angibt. Ne? Wenn das einfach zusammenpasst mit der Dynamik und ein bisschen Energie dann da ist, dass es funktionieren kann, sogar Tornados zu erzeugen. Ja, ist mein erster Tornado überhaupt jetzt gewesen. Lukas, was sagst du? Wie war heute? Ich glaube, da kann man nicht so viel zu sagen, ehrlicherweise. Also für mich war es ja eh das erste Mal im Team zu chasen. Also alleine wäre das gar nicht möglich gewesen, das so rauszuholen. Nee, du musst das schon mit Aufgabenteilung arbeiten. Einer fährt, einer macht Radar, einer schaut auf die Navigation. Also ja.